Herzlich willkommen. Heute geht es um was besonders Gesundes, nämlich um Wildkräuter. Die sind unglaublich wertvoll, aber oft vergessen. Sie liefern, wie auch die Kulturpflanzen, nicht nur Chlorophyll, die wahrscheinlich am meisten gesundheitsfördernde Nahrungskomponente, sondern sie sind diesen weit, weit überlegen, weil sie alle lebenswichtigen Nährstoffe, alle Fettsäuren in ausreichender Menge sowie deutlich mehr Bitterstoffe, Gerbstoffe und Pflanzenhormone enthalten als alle anderen Pflanzen zusammen. Wildkräuter wachsen ohne jegliche Hilfe, stehen kostenfrei zur Verfügung und sind teilweise das ganze Jahr über verfügbar. Im Kühlschrank halten sie sich ungewaschen bis zu 5-6 Tagen. Viele wachsen in Gärten als ungeliebtes, scheinbares Unkraut. Im Salat oder im grünen Smoothie aber werden sie zu einer geschmacklichen Kostbarkeit. Die drei häufigsten im Übrigen nicht nur Wildkräuter, sondern auch gleichzeitig Heilpflanzen sind der Girsch, die Brennnessel und der Spitzwegerich. Girsch finden Sie in fast allen Gärten in schattiger Lage. Seine Erntezeit ist von März bis November. Getrocknet hält er ein ganzes Jahr. Und essbar ist die komplette Pflanze. Besonders schmackhaft sind die jetzt kommenden jungen Blätter mit Blüten und Stängeln. Sein Geschmack erinnert so ein wenig an Petersilie. Es schmeckt herrlich an Salaten. Gemischt mit Bärlauch, Oliven oder Leinöl und Meersalz entsteht ein wirklich leckeres, delikates, verdauungsanregendes Pesto zu Pasta, Pellkartoffeln oder auch zu Spargeln. Und der aus ihm zubereitete Tee oder Umschläge mit frisch zerquetschtem Kraut helfen durch seine entzündungshemmende, harnsäurelösende Wirkung bei Gicht und auch bei rheumatischen Beschwerden. Jetzt kommen wir zur Brennnessel. Viele fürchten die Brennnessel, aber alles von ihr ist tatsächlich essbar. Stängel, Blüten, Blätter, Samen und eignen sich hervorragend für grüne Smoothies. Ernten Sie mit Handschuhen und schneiden Sie etwa 10 cm von den Spitzen ab. Im Sommer getrocknet dient sie im Winter als wohlschmeckendes Gewürz auf Salaten und Gemüse. Sie besitzt 10-mal mehr Eiweiß, 25-mal mehr Vitamin C und 15-mal mehr Kalzium als Kopfsalat. Ihre Heilwirkungen erstrecken sich auf den gesamten Körper. Als Tee oder Gemüse schafft sie Linderung bei Reizdarm und bei entzündlichen Darmerkrankungen. Sie wirkt insgesamt antientzündlich, insbesondere auch bei rheumatischen Erkrankungen und hilft auch richtig gut bei Behandlung von Harnwegsinfekten. Der Wurzelextrakt wird dem Prostatakrebswachstum entgegen, wirkt dem Prostatakrebswachstum entgegen und wird als Stärkungsmittel bei Energiemangel und aber auch bei Potenzverlust eingesetzt. Jetzt geht's weiter mit dem Spitzwegerich. Spitzwegerich ist eine der ältesten Heilpflanzen, die es ganzjährig gibt. Sie finden ihn auf lehmigen Wiesen und Äckern. Sie können die gesamte Pflanze verwenden. Besonders gut schmecken die, wie immer, jungen, zarten Blätter und Knospen, die einen champignonartigen Geschmack haben. Spitzwegerich wirkt blutreinigend und gegen krankhafte Keime. Auflagen aus seinen frischen Blättern helfen bei Verletzungen, Wunden, Entzündungen der Haut und bei Insektenstichen. Augenentzündungen können mit Tee oder Saft aus ihm gut behandelt werden. Innerlich angewendet wirkt er bei Atemwegserkrankungen, Entzündungen des gesamten Verdauungstraktes und der Harnwege. Aus Wegerich wird der von mir empfohlene Flohsamen gewonnen, der Bestandteil meines glutenfreien Brotrezeptes ist, das Sie auf meiner Homepage finden und das Sie auch als Link unter diesem Video gerne abrufen können. Das machen wir einfach unten drunter und dann können Sie das ausprobieren. Es schmeckt wunderbar und wie gesagt, es ist glutenfrei. Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und dieses Thema finden Sie spannend und vielleicht gehen Sie einfach raus und schauen mal, ob Ihnen Girsch begegnet, Brennnessel mit Sicherheit und natürlich auch der Spitzwegerich. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über Ihren Daumen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren.
Haben Sie noch Ideen, Fragen, Anregungen, dann schreiben Sie es doch einfach unten in den Kommentaren.